Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Mein Name ist Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht, wir haben da vorne zwei Gäste und zwar einmal der noch relativ unbekannte, aber irgendwann hoffentlich bekannte Typ, Rex der Coole, auch bekannt als Johannes. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Und heute ursprünglich als Special Guest geplant. Ein YouTuber, auf den ich schon mal reagiert habe, den ich doch sehr sympathisch fand in seiner Art und Weise, wie er zockt, und zwar der gute Rob64 Gaming. Hallo Rob, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ah, oh, sehr gerne, du warst von vornherein eingeladen. So, okay, wir müssen einmal kurz gucken. Ich habe jetzt hier, ich habe gerade noch gemerkt, dass Toneinstellungen noch nicht ganz funktionieren. Aber gut, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem großen Projekt Minecraft-Büger, Leute, und dafür lese ich einfach vor. Willkommen bei Büger, der Baumeistershow. Alle Kandidaten seien gegrüßt. Das Spiel beginnt in wenigen Minuten. Viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Ja, und Minecraft-Büger ist, wie wir schon eben mitgekriegt haben, eine Baumeistershow. Das bedeutet eigentlich im Kurzen gesagt, wir wählen gleich einen Cup aus. In der ersten Folge wird das schon ein vorbestimmter Cup sein, weil das einfach zur Spiellore gehört. Dann habt ihr 20 Minuten Zeit, um dazu was zu bauen, und am Ende wird das dann bewertet. Soweit klar? Jo. Ja, schau mal weiter. Ja, das ist ein Fuchs. So, und zwar, ich bin jetzt hier an der Kiste, jetzt der Rob, du darfst jetzt gleich einfach mal Stopp sagen. Ah, nee, stimmt, gerade Stopp. stimmt gar nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe doch gerade gesagt, dass der erste Cup eh vorbestimmt ist. Mein Gott, bin ich dämlich. Okay, Leute, wir haben hier den Cup, und zwar der Blätterkopf. Dann kommt einfach mal mit. Für alle die das noch nicht gesehen haben, stimmt, das hat noch keiner gesehen, weil das ist die erste Folge. Das sind die ganzen Cups. Warum sind hier so viele Füchse? Ja, das sind die ganzen Cups. Insgesamt müssten es 32 an der Zahl sein, also für 32 Folgen habe ich Material. Und in jedem Cup gibt es eine eigene Bauaufgabe. Wir sind heute im Blättercup, das ist der hier. Und zwar, du darfst dir gerne mal vorlesen, Rob, was du denn bauen darfst. Bist heute gerne im Vordergrund. Ich darf lesen aus Liga Sinniger. Sehr gut, das freut mich natürlich. Ja. Battle Cup, Bauaufgaben. Bau ein Haus mit Garten. Ja, dein eigenes Haus mit Garten, dafür kommt ihr einfach mal. Alter, das werden immer mehr Füchse, ja. Gut, dann kommt einfach mal mit. Hier vorne ist hier ist die Bewertungstribüne. Da seht ihr, das dürft ihr im Voraus natürlich sehen, für was ihr denn Punkte bekommt. Moment, das. Oh Gott, die Ah, das sind eigentlich, ist eigentlich nur das Typische, weil, muss dir vorstellen, bei meinen Leuten, da muss man so viel Regeln da halt leider aufstellen, weil sonst wird halt, passt, machen die halt nur Scheiße. Siehe Johannes. Sobald ihr beide die Punktevergabe und auch die Regeln gelesen und verstanden habt, machen wir auch direkt weiter. Sehr wichtig. Nummer zwei, sehr wichtig. Ja, Regel. Ja, das ist Kleinkindhumor und sowas, ich weiß. Keine Raketen bauen. Okay. So. Und da unten stehen dann einfach nur die grundsätzlichen Sachen. Eine Runde dauert 20 Minuten. Zu Anfang wird der Cup per Zufall bestimmt. Am Ende der Runde wird bewertet. Und das ist wichtig. Gut, das ist jetzt in diesem Fall nicht ganz so. Ich glaube, jeder von euch Spielern darf normalerweise bei den anderen Spielen insgesamt mindestens 2 Punkte verteilen. Also wenn ihr sagt, ey, ihr findet das Stück gut, was der gebaut hat, dann kannst du da einen Zusatzpunkt geben, der in die Bewertung mit einfließt. Soweit klar. Gut, dann suche ich euch jetzt. Für diese Folge habe ich beabsichtigt, mir ein Gelände ausgesucht, wo gebaut werden darf. Und zwar ist das Gelände hier vorne.
Das sieht noch etwas, ist etwas unterraformt. Das müsst ihr selbst noch mit terraformen. Ihr habt ab hier, sobald gleich geht da eine Rakete oben los. Sobald ihr die seht, habt ihr genau 20 Minuten Zeit. Und ihr dürft euer eigenes Haus bauen. Wichtig dabei ist, dieses Haus sollte einen extra Raum für etwaige Trophäen oder einen großen Garten für Trophäen haben. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Ansonsten ist das natürlich euch selbst überlassen, wie und was ihr baut. Soweit alles verstanden? Wird gebaut im Flugmodus? Ihr baut im Flug im Kreativmodus. Okay. Ihr habt also alle Rechte habt ihr. Wenn es soweit keine Fragen gibt, dann werde ich einmal den Countdown zünden. Ich bin übrigens nur als Moderator da, das heißt, ich fliege rum und ärgere euch die ganze Zeit. Okay, dann seid ihr bereit. Dann geht es mit dem Blick auf Minecraft-Bügger der großen Baumeister-Show in der ersten Folge los in 3, 2, 1. Ab jetzt habt ihr 20 Minuten Zeit, dürft bauen, wie ihr wollt. Ich stelle Ja gut, eben. und Material dürfen wir auch nehmen, wie wir Ja, wollen. ihr dürft alles aus dem Inventar. Ihr habt den Kreativmode, der Flugmodus und etwaige Codes stehen euch zur Verfügung. Ja gut. So, los geht's, Leute. Und wir gucken uns einfach nur an, was die Herrschaften da Schönes treiben. Ja, der gute Rexy, der ist schon. Ich sehe schon direkt, so er fängt an, im. Ich muss mal ein bisschen auf die Seite gehen, ich will ja niemanden stören hier. Oh, alles gut. Wenn dir irgendwas im Weg ist, du darfst natürlich auch noch ein anderes Telefon. Das ist halt ein vorgezogenes Gelände. Sollte das dir nicht reichen, darfst du natürlich auch in die andere Richtung noch weiterziehen. So. Ja, der Rexy fängt an mit einem typischen kleinen Blockhaus. Das sieht wirklich. Ah, das ist so das typische Minecraft-Haus, womit man halt anfängt, so. Rob nimmt da eine etwas edlere Variante, sehe ich. Also er hat dunkles Holz und bemooste Ziegelsteine. Was ich per se ganz cool finde. Bin gespannt, was da rauskommt. Während die beiden hier erstmal am Bauen sind, zeige ich euch einfach mal die große Map und das, was eigentlich geplant war. Ursprünglich müsst ihr euch vorstellen, war dieses Game für 8 Spieler oder bis zu 8 Spieler geplant. Ich habe aber gemerkt jetzt, dass ich maximal nur neben mir noch 4 Spieler hier drauf holen kann. Also wird das in Zukunft höchstwahrscheinlich nur 4er-Folgen geben. Genau, fangen wir an mit dem Master-Bügger. Das ist der Meister des Bauens. Mit seinem goldenen Buzzer. Wenn dieser goldene Buzzer ertönt, das bedeutet, es ist sowas wie im Grunde bei DSDS, dann hast du halt einen Freifahrtschein, eigentlich so gut für den Siegerposten. Ja, dann haben wir jetzt hier die große Tribüne. Oben auf der Tribüne ist ein Panda und der Panda heißt Maria, Leute. Ich weiß auch nicht ganz so genau, warum. So. Ja, gut. Dazu führt eine Brücke, die führt ja, wie gesagt, schon zu den einzelnen Cups hin. Mit einem Fuchsbaum, der heißt nicht ohne Grund so, weil ich habe da einen Fuchsspawner eingebaut. Also für die Frage eben, warum hier so viele Füchse erscheinen, ist mit Absicht, ich habe da einen Fuchsspawner reingemacht. Mit der Ehrenhalle der Bügger. Da oben das provisorische Lager der Mitspieler, weil leider hatten die Mitspieler, wie gesagt, noch kein Haus, also mussten sie provisorisch in Zelten untergebracht werden. Und ja, etwas weiter davon steht natürlich die große Villa von Interfox, die auch mit Füchsen ausgestattet ist. Und ja, was das so genau ist, da bin ich noch gar nicht so sicher. Das hat mal irgendwelche hingebaut, aber das ist nie vollständig fertig geworden. So, dann gucken wir mal. Ah, was ist das Erste, was ich jetzt schon, wenn ich jetzt hier, wenn ich das Erste, was ich so sehen kann, ist, dass der gute Rob hier quadratisch baut.
Quadratisch ist natürlich immer eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man auf Symmetrie achten möchte. Das macht der gute Johannes, aber auch, der ist auch zumindest sehr symmetrisch, zumindest von dem, was ich bisher sehe. Und während wir darauf warten, dass hier noch ein bisschen mehr passiert, hole ich mir schnell mal was zu trinken, ne? Weil ich muss diese Show ja noch mindestens eine halbe Stunde moderieren, wahrscheinlich sogar noch mehrere Folgen. So, Leute, da bin ich auch wieder. Entschuldigt die Verspätung. Es kann sein, dass ich übrigens während der Folgen zwischendurch selber mal ein bisschen was Kleines baue oder so, einfach mal, wenn ich irgendwo auf Lust habe. Davon dann einfach nicht irritieren lassen, das nimmt keinerlei Auswirkungen auf die nachstehende Wertung. So. Okay, wir gucken gerade mal. Also beide sind gerade beim Dach. Das ist, ich finde das sehr interessant. Und wir sind auch schon, wir haben gleich die ersten 5 Minuten haben wir gleich abgeschlossen. Ja, ah ja, es ist, aber es sieht schon sehr, sehr schön aus. Mir gefällt, kann ich schon mal sagen, mir gefällt besonders, wie gesagt, dass du hier unten diesen bemoosten Ziegelstein nutzt. Das gefällt mir. So. Ja, ich werde die Zeit nutzen, glaube ich einfach mal, und werde selber hier ein bisschen aktiv und schaue nebenbei einfach mal zwischendurch hier rein, was gerade denn hier so ansteht. Und ich habe auch schon eine grobe Idee, was ich bauen möchte. Dafür müssen wir allerdings jetzt eben einmal erforderliche Materialien uns holen. Huch. So. So, und zwar wird auch was ganz Einfaches, Leute. Das muss ich mal kurz sagen. Ich werde jetzt hier nicht großartig irgendwie was bauen, so, sondern ich mache einfach nur kurz ein bisschen, damit die Leute ein bisschen Zeit haben und ich jetzt nicht die ganze Zeit um die herumfliege. Ja, Das. sonst kriegen wir dann noch Konkurrenz da vom Moderator. Was ist denn los? Ja, deswegen, also keine Sorge, also jetzt ihr müsst euch von der Villa da hinten nicht erschrecken lassen, für die habe ich auch knapp 3, 4 Tage gebraucht, bis die fertig war. Also von daher, ja, aber guck, das sieht doch schon gut aus. Was ist das denn? Also, oh, das sieht besonders aus. Ich bin gespannt, wenn es fertig ist. So, ja, ich bin ganz gespannt auf jeden Fall, Leute. Es wird mit 4 Leuten auf jeden Fall noch sehr viel interessanter. Ich werde natürlich an einigen Stellen, wenn mir irgendwas auffällt, bisher ist mir noch nichts aufgefallen, aber wenn mir etwas auffällt, werde ich natürlich auch ein paar Fragen stellen. Die dürft ihr natürlich so beantworten, wie ihr das wollt. Ihr seid natürlich nicht unbedingt zu einer Antwort verpflichtet. Ja, und da gucken wir dann weiter. Wie das aussieht. Ich habe jetzt erstmal hier die Fläche frei gemacht, Leute, und ich möchte hier wie so ein. Ich kenne das aus den Niederlanden und ich weiß jetzt, das kommt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam um die Ecke, aber ich mir möchte gerade so einen Bäckerei-Verkäufer-Shop machen. Also so, das ist diese Straßenstände, wo die Öfen drin sind. Und ja, da werden dann in Zukunft Baumeisterkekse und Bier verkauft. Ich meine, also so das Wichtigste, was man so auf dem Bau halt braucht. Und zwar auch mit Eichenblättern. Das macht für mich alles schon ganz gut Sinn. Dabei geht es übrigens nicht hier darum, also für die Leute, die jetzt so sagen, ja, du musst jetzt ja richtig Bauerfahrung haben oder wissen, wie man baut. Nein, musst du nicht. Also grundsätzlich ist das hier auch just for fun. Das heißt, ich werde mich zwar natürlich über manche Sachen vielleicht ein bisschen beherzt drüber lachen, aber ich mache das nicht. Ich werde jetzt nicht böse irgendwie über jemanden herziehen sein. Du bist scheiße, hör auf damit oder so. So bin ich nicht. Auf keinen Fall. Ich installiere Minecraft sofort.
Das ist, ich möchte mal sagen, Johannes, das sind, das sieht so aus, das ist dreistöckig, wird das? Ah, dreistöckig sogar, das ist dann. Da werden wir uns natürlich dann mal nachher uns dann da reinfuchsen. Haha. Ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich bin jetzt gerade immer noch selber am Schauen und am Gucken, wie ich hier gerade meine Sache weiterbaue, weil ich noch nicht weiß, wie und wo und warum. Aber ich denke, das sollte gleich irgendwann möglich sein. So, wir gehen jetzt. So, wir gehen jetzt hier. Ich habe hier, ich habe mir hier auch. Das bearbeitete Fichtenholz, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Oh, das sieht wirklich, das sieht halt wirklich smooth aus. Muss man ja sagen. So, wir gucken mal, ich schlüpfe mal hier eben schnell mal rein und guck mal von innen mir das an. Also. Eine sehr interessante Verbindung, wo, wenn ich das mal bemerken darf. So an einigen Stellen hier, so an einigen Stellen hier. Das sieht doch relativ gleich aus, so. Naja, fast. Also hast du jetzt hier in der Mitte. Oder warte, sieht das doch. Vertue ich mich da nur. Doch, hier ist es. Du hast die Mitte. Die Mitte hier bei Rob ist vom Dach, sieht von innen zwar gut aus, keine Frage. Aber auf der anderen Seite hat er hier irgendwie, aus irgendeinem Grund fehlt hier irgendwie so ein kleiner, ganz kleiner Blocksegment. Ich glaube aber, das ist eher dem Material geschuldet und ich glaube nicht, dass er da wirklich selber für was kann. Sieht aber interessant aus. Leute, was war denn nur das Krasseste, was ihr gebaut habt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr Minecraft gespielt habt. Und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt bei so einer Folge, dann dürft ihr das gerne tun. Dafür freue ich mich und vielleicht habt ihr sogar dann das große Vergnügen, auch mal mit dem Rob Gaming mal zu zocken. Das ist ja doch schon eine Ehre, ne? Und der Johannes, der fängt vielleicht hier nach mit YouTube an. Gut, während wir lassen die mal ein bisschen in Ruhe und nerven sie jetzt nicht zu arg. Das ist doof, so ist das nicht gut. So ist das auch nicht gut. Das ist okay. So kann man machen. So, okay. Wir haben hier das. Wie gesagt, hier wird ein kleiner Stand für Kekse und Bier. Und das werde ich dann auch. Werde ich auch, während die am Bauen sind, werden die das weiter folgen. Übrigens, ich möchte mal kurz sagen, ja, wir sind ungefähr gerade in der 12. Minute. Ihr habt also noch so ungefähr 8 Minuten Zeit. Ganz entspannt. Ich werde jetzt nicht böse gucken, wenn ihr euch eine Minute länger Zeit nehmt, um euren letzten Schliff zu machen oder so. Da könnt ihr sicher sein. So, während wir schon mal dabei sind, wenn die dabei sind, halt jetzt hier ihre letzten Schliffe fertig zu machen, ihre letzten Baulichkeiten zu machen, machen wir uns tatsächlich schon mal hier dran und legen hier den Boden aus. Und ja, ihr seht richtig, ich nutze tatsächlich Blätter als Boden, weil es einfach einen schönen Kontrast zum Dach gibt. Wie gesagt, meins geht hier natürlich nicht in die Bewertung ein. Das ist einfach nur, dann wird hier einfach langsam alles Mögliche gefüllt ist. So, und wenn ihr übrigens keine weiteren zukünftigen Folgen von Minecraft Bürger verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke, so bleibt ihr auch auf dem aktuellsten Stand. Schaut doch mal bei Johannes auf Insta vorbei, sein Account ist in der Videobeschreibung und natürlich auch beim Rob Gaming, der macht auf jeden Fall auch, der macht viel mehr Minecraft als ich. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, der Kanal ist in der Videobeschreibung.
Ja gut, ich muss schon Werbung machen. Ja, das. Ja, das auf jeden Fall. Du kannst ja Leute anwerben. Bauen mit den Zuschauern. gut. Boah, wir brauchen gerade noch. Wir brauchen natürlich die Inneneinrichtung. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Öfen. Weil ich meine, Kekse lassen sich ja nicht von alleine backen. Wir brauchen Kessel. So, wir brauchen hier, wir haben hier eine große Reihe an Öfen. Huch, ja, genau. Und zwar, so, wir haben jetzt hier noch, und zwar sechs Öfen, die stehen hier gut. Dann haben wir hier den Kessel mit der Flüssigkeit. Hier stehen zwei Bücherregale. Ja, das sind halt. Das sind eigentlich keine Bücherregale, Leute. Das sind eigentlich Apothekenstände, natürlich. Keine Ahnung. Ich weiß, wie komme ich auf Apothekenstände? Was auch immer. Lassen wir mal so stehen. Einfach. So, das sieht doch ganz gut aus sogar. Oh! Ja, er ist schon fertig. Du hast noch 5 Minuten Zeit. Du kannst noch einen kleinen Vorgarten machen. Wäre wichtig. So, wie sieht es denn beim Johannes aus? Wir gucken mal rüber. Ich verschaffe mir jetzt einfach mal. Oh, ich platziere hier irgendwelche Truhen. Ich verschaffe mir einfach mal Zutritt. Ui! Huch! Ja, stimmt, ich kann ja fliegen. Ich verstehe gar nicht, warum ich hier die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Treppe hochlaufe, obwohl ich fliegen kann. Das sieht bisher sehr interessant aus. Wir werden aber später nochmal in die Bewertung reingehen. So, wir schnappen uns jetzt selber noch ein paar Schilder. Okay. Das ist doof. Das geht nämlich hier nicht. Machen wir das mal anders hier, Leute. Das ist mir gerade aufgefallen. Das geht so nicht. Gut, dann machen wir das nämlich so. Dann haben wir hier zwei Kassen drin. So, das sieht jetzt auch symmetrisch aus schon wieder. Ja, Leute, ich mag Symmetrie. Das gehört dazu. Da geben wir jetzt ein. Ist ganz schön anstrengend, so Zeitdruck zu Auf bauen, jeden habe ich noch Fall, nie gemacht. Ey. das ist, da wird man aber tatsächlich durch diesen Zeitdruck wirst du auf einmal kreativer auch. Das ist, weil du nämlich überlegen musst, wie schaffst du es, etwas Schönes zu kreieren und das in so wenig Zeit wie möglich. Ich spiele jetzt sonst nur mal nie Baumodus, sondern immer nur diesen Abenteuermodus. Ja, das ist, Das kommt ich kann nicht dann mehr doch nochmal vorstellen. dazu. Das ist dann für dich jetzt was ganz, eine ganz neue Erfahrung, oder? Ja, man kann plötzlich die ganz tollen, teuren Materialien verbauen, die man sonst einfach ewig farmen muss. Ja, ich kenne das. Ja, das. Ich habe auf einem alten Kanal von mir habe ich, ja, da war ich 12. Da habe ich Minecraft Jungle Let's Played. Das ist halt schon uralt und das war einfach nur scheiße. Aber das war so da. Da habe ich aber halt das angemacht, dass ich meine Items nicht verliere, wenn ich sterbe und habe mich dann einfach immer gekillt, wenn ich nach Hause wollte. Das war dann halt ein bisschen gecheatet.
So, jetzt machen wir hier, das ist dann ja gerade hier der Abschluss, der schon der Abschluss. Ihr habt's noch. 1 Minute und 20 Sekunden. So, wir sind dabei. So. Wir haben jetzt ja auch fast fertig schon, Leute. Das ist, wir müssen jetzt nur noch, darum möchte ich mich jetzt kümmern. Das ist also jetzt so der grüne Abschluss meistens. Das mache ich immer so zu allerletzt. Und zwar meistens, wenn ich dann irgendwie was fertig habe, dann gehe ich nochmal rein, weil eine Sache fehlt in der Regel und das ist Licht. Das wird dann einfach noch hier rein platziert und damit ist das Ding auch fertig. So, ihr habt's noch. 15 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Alle Baugegenstände weg. So, dann kommt ihr einfach mal raus. Und was nämlich dazugehört, ich cleare einmal mein Inventar schnell, weil sonst habe ich hier, sonst baue ich hier nachher noch mein irgendwas kaputt. Das ist wäre nicht das erste Mal. Und zwar fangen wir dann jetzt einfach mal von vorne nach hinten an. Also zuallererst. Oh, ich bin gerade rausgegangen. Also. Und wir fangen mal hier an. Wo ist Rob? Hallo? Okay, gut, dann Johannes, erstmal erzähl uns mal, was hast du gebaut? Was war, wo, wie würdest du beschreiben, was hast du genau gebaut? Einfach ein schönes Häuschen mit Dekoration. Ja, mit Dekoration ist es so, hast du irgendwie einen bestimmten Stil bevorzugt. War dir irgendwas wichtig dabei, direkt von Anfang an zu bauen? Das Dach muss schön sein. Das Dach. Das Dach hat auch eine ganz besondere Form. Ja, dann würde ich sagen, gucken rein. Geht aber auch los. Hallo? Mein Gott, hier ist. Mein Minecraft hat gerade ein paar Probleme, Leute. Das wird sich jetzt hoffentlich gleich lösen. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Ja, okay, ich glaube, es ist gerade abgeschmiert. Wir sehen uns sofort wieder. Ja, das ist echt happy. So, Leute, da sind wir wieder. Okay, Johannes, nach dir. So, ja klar. Du zeigst uns einfach mal alles und wir kommen mal mit. Und Rob, du darfst natürlich auch gerne deine eigene Bewertung mit reinfließen lassen, dann wird nicht nur ich hier rumspreche. Es ist krass, was man in so einer halben Stunde alles bauen kann. Mir gefällt vor allen Dingen das hier oben mit den Lichtern. Das sieht doch richtig krank aus. Ja, hier ein paar Bücherregale, Küche, Dekoration. Ich glaube, da liest jemand gerne hier. Was? Nee. Aber Ja, doch, Bücher. ja, natürlich. Natürlich. Ja, ich weiß, was du liest, Johannes. Minecraft-Bauanleitungen. Ja, natürlich. Ja, ein bisschen Dekoration hier oben. Alter, Schlafplatz, wow. Schlafplatzbetten. Okay, das ist einfach nur krank. Warte, okay, ich muss jetzt immer hier. Nice. Also, du hast die schöne Aussicht gewählt zum Minecraft-Bürgerschild. Was auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man halt wirklich wunderbar alles andere sehen. Das möchte ich sagen. Das sieht echt gut aus. Kann ich nicht anders sagen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich wieder runterkomme. Ne? Gut. Ja, ich finde, die rosa Betten machen einen super Kontrast hier. Ja, das ist einfach, die stechen so heraus, ne? Ja, und bin stiegen die Tafeln auch super, also als Gelände. Das ist halt, das ist minimalistisch. Das ist, wenn du kannst ja auch große Treppen mit richtig Geländer bauen, aber die verbrauchen halt richtig viel Platz. Du würdest aber sagen, du bist fertig geworden, Johannes? Ja, dann habe ich noch einen Garten rausgeteilt.
Ja, einen kleinen. Oh, das sieht aber auch nett aus. Einfach so ein bisschen was Wildes. Bisschen paar. Das sieht in Ordnung aus, ja. Gut. Ich komme gleich zur Bewertung der einzelnen Gebäude. Ja, ihr könnt euch vielleicht im späteren Verlauf, wir werden noch ein paar weitere Folgen drehen. Ich werde in Zukunft noch Kekse und Bier hier herstellen. Dann dürft ihr auch zwischendurch euch gerne was zu trinken holen hier in-game. Ich habe mir schon ein Brot genommen. Ach so, okay, das ist das Bürgerbrot. Das ist. Ja, mir war klar, dass Johannes direkt an die Kasse will. Ne? Das habe ich gesehen. Das habe ich ge. Aha. Habe ich gesehen. So, okay, gut, dann gehen wir mal rüber. Dann nach dir, Rob. Du darfst. Ich meine, man lässt, geht ja zumindest immer zuerst ins Haus. Ganz wichtig vor dem Eintreten, bitte die Füße abputzen und dann erst reinkommen. Ja, Entschuldigung, dann mach mal hier. Warte, ich renne einfach mal ein paar Mal gegen die Wand hier. Dann sollte wohl alles direkt von mir abfallen. Gibt's hier keine Fußmatte? Ja, wo ist die Fußmatte dazu? Die fehlt Ja, noch. da war das Budget zu Ende, leider. Das Budget war zu Ende für die Fußmatte. Das ist aber richtig schrecklich. Also, entschuldige, aber. Also, ganz ehrlich, da. Bitte, Komm, da. Die hereinspazieren. Bürgerbaumeister haben eine Fußmatte gerade spendiert. Oh, das ist. Wie gesagt, das ist etwas. Das ist auch immer so. Das ist ein typisches Standard-Starthaus. Das ist so, du fängst an und denkst dir so, ja, du könntest natürlich jetzt auch alles mit Diamanten besetzen. Aber das muss nicht sein. Was mir gefällt, ist natürlich der Ausblick. Du hast hier diesen Wasserblick. Du legst dich hier hin. Legst dich hier in dein Bett und dann schläfst du. Du Dann legst guckst dich ins Bett, hörst das Wasser, du musst instant aufs Klo. du. Wo ist die Toilette? Ich muss Pipi. Also, es ist ein offener Garten. Es ist ein offener Garten. Ja, offener Garten, aber du hast sogar Tiere drin. Das ist, die Tiere geben natürlich einen Pluspunkt. Ja, aber mir gefällt das trotz alledessen. Das ist etwas, das ist trotzdem mit Liebe gebaut. Das sieht man mit. Du hast die verschiedensten Materialien benutzt und du hast hier Symmetrie verwendet. Das kann ich schon mal von vornherein sehen. Du verwendest hier eine gute Symmetrie, die auch Sinn macht für dieses Gebäude. Ich habe eine Frage. Ja. In Regel 7 steht, es dürfen keine Mobs gespawnt werden. Und diese 2 Hühner. Ja, die waren aber vorher da. Die waren da, ja. Die haben sich. Das war. Das. Net, net, netter Versuch, Johannes. Ja. Also, gut, wir haben jetzt gesehen. Okay. Ich möchte sagen, aber auch Rob, du sagst auch, dein Stück ist fertig geworden. Ja, inklusive bitte der Rauchfang, der wird gerade eingeheizt. Ja, das sehe ich. Das ist auch ein nettes Detail. Nettes Detail finde ich wirklich super. So. Hast du da. Das ist sogar als kleine Redstone. Ich zähle das als Redstone-Verbindung offiziell, weil es ja mit Hebel und vor allem funktioniert. Das zähle ich als Redstone-Verbindung. Dann kommen wir zur Bewertung. Wir fangen auch bei Rob an. Bei Rob ist das nämlich vom Stück her etwas einfacher, außer muss ich nicht so weit fliegen. Okay. Zuallererst, die Symmetrie, die hast du wunderbar erfüllt, finde ich. Rob, das kann man nicht anders sagen. Du hast super symmetrisch gebaut. Das sieht auch wirklich optisch, das macht optisch was her. Das Einzige, was ich seltsam finde, ist das hier hinten. Was hat das für einen Sinn hier? Kannst du mir das verraten? Da wird das Wasser aufgefangen und wenn man durstig ist, kann man sich da ein bisschen Wasser rausholen. Ach so, okay. Ja. Und wie kommt man aufs Dach zum Wasser holen? Gute Frage. Es ist ein guter Take. Als alter Parkourläufer ist es natürlich kein Problem, aufs Dach raufzuspringen. Ach so, ja, das. Also so vom Zaun rauf, so rüber sneaken, das geht schon. Ja, gut, diese Dafür mit. gleicht sich der tägliche Morgensport erledigt damit. Ich möchte sagen, aber gut, dass da oben das ist ein kleiner Einbaufehler, aber das würde ich mal behaupten. Und es regnet jetzt perfekt. Jetzt gucken wir mal, ob da wirklich Wasser drin landet. Tatsächlich! Gut, nein, da würde ich dann sagen, Moment, ich muss mal eben mir schnell Notizen dazu nehmen, weil ich schreibe mir die Punkte für euch natürlich auf, die werden dann, ne, aufgeschrieben. So, dann haben wir erstmal den Rob. Symmetrisch hast du gebaut, du wirst dann mir die volle Punktzahl von mir kriegen, und zwar die drei Punkte, die möglich sind.
Wir gehen rüber, dann direkt jetzt. Ich mache jeden Punkt bei beiden Häusern gleichzeitig, deswegen gehen wir jetzt mal rüber und gucken uns den Johannes an. Auch beim Johannes würde ich sagen, zumindest aus meiner Sicht, hast du super symmetrisch gebaut. Aber eine Sache fällt mir direkt auf und dafür kriegst du von mir direkt einen Punktabzug. Guck dir mal die Tür an. Fällt dir das auf? Was soll so? Ja. Das sieht aber symmetrisch scheiße aus. Das ist eine. Das sieht nicht. Das ist. Das ist. Zumindest für mich als Baumeister und als jemand, der für ungespielt gebaut hat, ist das halt so. Du hast einen. Du gehst auf diese Tür und dann denkst du, ja, komm, die sieht gleich aus. Dann siehst du das. Das ärgert dich. Das ärgert dich ein Stück. So. Ansonsten gucken wir mal hier rein. Das ist dann. Hier hast du. Ja, hier hast du. Das ist okay. Hier hast du trotzdem symmetrisch gebaut. Das finde ich soweit in Ordnung, würde ich sagen. Du darfst übrigens, Rob, du darfst auch gerne P Punkte einwerfen, wenn mir irgendwas jetzt nicht auffällt. Das ist immer in Ordnung. Das dürft ihr auf beiden Seiten übrigens machen. Die Symmetrie gefällt mir hier. Das gefällt mir hier, muss ich zugeben, auch nicht so gut. Also es ist nicht das Bett an sich, aber du hast hier drei Fenster und nur zwei Betten. Und hier steht nichts. Das sieht nicht, ich weiß nicht, mich persönlich würde das ärgern. Muss ich noch aus dem Bett aufstehen können. Ja, du stehst doch nach vorne Weil. auf, oder nicht? Ich meine, wer steht denn seitlich vom Bett auf? Wer macht denn sowas? Teufelswerk. Okay, aber ansonsten, gut, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Ich habe zwei Punkte gefunden. Ansonsten, ja, das ist in Ordnung. Das ist wieder symmetrisch super. Hier oben könnte eine Lichtquelle noch rein, aber da kommen wir später zu. Also, du hast zwei symmetrische. Ich komme hier nicht runter. Du hast zwei symmetrische Fehler hier drin. Weswegen ich dir tatsächlich. Ich möchte aber gutmütig sein, weil du hast ansonsten viel Symmetrie gehabt. Du kriegst zwei von drei möglichen Punkten. Gut. Soweit, machen wir mit dem nächsten Punkt weiter, Leute. Der nächste Punkt auf der Ebene ist Innenleben enthalten. Innenleben heißt in diesem Fall auch natürlich die Einrichtung, die natürlich wichtig ist. Und bei Rob kann man ja ganz einfach sagen, er hat eine Einrichtung, er hat an Dekoration gedacht, er hat halt das Nötigste hat man halt drin, was man so braucht, ne? Also hast ja deine Kisten. Du hast deine Werkbank, deinen Ofen, hast zwei Bücherregale, damit du auch mal nachts lesen kannst, wenn dir langweilig ist. Und du hast sogar ein paar Teppiche, da kannst du deine Katze drauf rumrollen lassen. Finde ich soweit gut, das reicht als Einrichtung, vor allen Dingen, weil die hier nehmen natürlich sehr viel Platz im Raum ein. Das sieht man ja. Die sind ja schon sehr räumlich drin gehalten. Deswegen würde ich da sagen, hast du diese Anforderungen komplett erfüllt und kriegst dafür deine 4 Punkte. So, machen wir weiter beim guten Johannes. Der Johannes hat ja, wie gesagt, der hat ja drei Räume, deswegen 4 durch 3 ist keine Ahnung. Mathe-Profi. Hier unten hat er natürlich eine super Einrichtung, super Innenleben drin. Das sieht man ja auch deutlich. Er hat sich bei dem Innenleben sehr viel Mühe gegeben, auch hier vorne. Das Dach hier, was er hier angedeutet hat, das finde ich großartig. Hier oben hat er auch ein Innenleben drin. Und auch das ist wieder eigentlich so fast ausreichend. Jetzt kommt halt der eine Punkt, den ich ihm da leider abziehen werde. Und zwar, weil mir hier oben noch ein bisschen was fehlt. Also, ich meine, es ist so ein Aussichtsplattform, aber vielleicht ein kleiner Stuhl hier drin. Oder, ne, sowas in der Art. Also, es ist ein bisschen karg. Ich meine, du stehst ja. Naja, aber bei vielen Dachböden darf man ja nichts lagern wegen der Feuergefahr. Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Möchte ich mal nur so einwerfen. Gilt das auch für Minecraft? Ich weiß ja nicht. Also gut, aber du stehst ja zum Beispiel hier am Fenster, du hast halt hier hinten, guck mal hier, wenn man hier sieht, den Abstand hier zwischen, da könnte man theoretisch, wird ja rein, zum Beispiel, wenn du hier innenräumlich kann, vielleicht noch ein Porträt aufhängst oder sowas. Oder so, nur so ein Beispiel. Das ist theoretisch möglich. Trotz alledessen hast du es eigentlich sehr gut gemacht. Du kriegst von mir 3 von 4 Punkten. So, damit machen wir einfach weiter.
Das ist dann halt wieder, manchmal ist weniger mehr Leute, das möchte ich sagen, nur weil die ganz, ganz viel baut, zwei oder mehr haben dasselbe Stück. Kriegt ihr einfach beide direkt eure 2 Punkte, weil eure beiden Stücke sind einzigartig und individuell. Und das finde ich auch das Schöne. Das Stück ist fertig. Ich habe ja eben euch deswegen gefragt, ob ihr denkt, dass eure Stücke fertig sind. Ihr habt beide gesagt, eure Stücke sind fertig, weswegen ihr auch da eure 2 Punkte beide jeweils bekommt. Dein Stück, ja, ist einzigartig. Das auf jeden Fall. Das habe ich beim Haus aber gedacht auch schon, dass dein Stück einzigartig ist. Dabei muss ich sagen, dieses einzigartig oder zwei oder mehr haben dasselbe. Haben wir, das ist so an Stadt, dann Fluss angelehnt, ne? Also ich denke, das kennt ihr ja aus Stadt, dann Fluss. Ihr kriegt jetzt eure, ja, dafür gar nicht, dass ihr beide einzigartig seid, kriegt ihr beide eure 5 Punkte. Mal kurz zum Vergleich. Der Johannes liegt aktuell bei 12 Punkten und der Rob mit 2 Punkten in Führung bei 14. Das detaillierte Bauen, das ist jetzt natürlich eine schwierige Aufgabe für mich, weil es hat beides Detail. Zum Beispiel jetzt, das erste, was mir bei Rob einem Detail anfallen würde, das erste Detail ist deutlich hier dieser Moosboden. Also diese Moosziegelsteine, die er drumherum gebaut hat. Das ist ein Detail. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön gemacht. Auch diese Holzverbindung, hatte hier vorne diese Holzstreben. Das ist ja, du hast ja die Holzstreben hier gemacht, dann wird dieses Vordach ja auch gehalten wird, nicht wahr? Ja. Ne? Das ist auch wieder. Ach, da oben ist ein Papagei. Sei frei, Maria. Hast du meine Papageien benannt? Nein, überhaupt nicht. Ja, das sind meine. Ich habe 2 Papageien immer dabei. Du hast hier die Fackeln. Die Farben passen optisch sehr schön zueinander. Und hier im Innenleben sieht man auch nochmal, wie schön das. Das Holz geht halt mit dem Stein richtig schön über. Das sieht wunderschön aus. Ich muss sagen, der Garten, da hätte noch ein bisschen was natürlich sein können. So ein paar Bäume oder so, das wäre natürlich möglich, aber ansonsten würde mir jetzt persönlich nichts einfallen. Und hier ist ein Schwein. Möchtest du das Schwein adoptieren, Rob? Nein, das ist ein Freischwein. Das kommt und geht wie so. Kommt das aus dem. Das ist wie du aus dem Freistaat. Gut, da detailliertes Bauen. Da würde ich dir sagen, da nehme ich einen Punkt weg, da kriegst du 4 Punkte von mir. Bist du jetzt momentan bei 18. Nun kommen wir zum Johannes. Also detailliert hat er auf jeden Fall gebaut. Er hat viele Details angewendet, unter anderem zum Beispiel das mit der Treppe ist ein Mega-Detail. Die Pflanzen hier als Deko sind detailliert. Die eine Blume hier finde ich ein bisschen übertrieben. Muss ich sagen. Aber ansonsten sieht das halt sehr schön aus. Auch hier die Stufen, diese glatten Steinstufen, die du hier oben und unten dann dran hast, die man überall auch wiederfindet. Und ja, hier oben die. Also ich würde sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich würde aber sagen, dass er schon sehr, sehr kreativ gebaut hat. Stimme ich zu. Das war mir klar. So, okay. Also, sorry, wir haben noch kein Bier, also. Ich weiß ja nicht, warum das Schaf beim Bier ansteht und nicht bei den Keksen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, da gebe ich dir die volle Punktzahl. Damit steht es aktuell 17 zu 18. Rob hat immer noch einen Punkt Vorsprung. Das Terrain passt zum Objekt. Den Punkt könnte ich euch beiden geben, da ihr halt beide auf dem Boden gebaut habt. Gut, das ist ja mal Na, es was. gibt ja auch Menschen, die, es gibt ja auch zum Beispiel, das ist zum Beispiel für Leute, du baust eine Unterwasserbasis und baust die auf Diamantblöcken. Oder so. Oder du baust ein Holzhaus und das steht auf einer Diamantplattform. Das ist dann nicht mehr terrargerecht. So, und eine Redstone-Verbindung. Ich habe ja eben schon gesagt, Rob hat da eine. Und zwar, auch wenn es nur eine ganz einfache ist. Und zwar sind das die Lampen. 2 Stück hat er davon, deswegen ich er auf jeden Fall die Redstone-Verbindung bekommen hat. Dafür kriegt er nochmal einen Punkt. Damit hat er in dieser Runde bisher zumindest 20 Punkte bekommen. Für seine Bewertung. So. Gut. Und dann. Jawohl. Jawohl. Und beim Johannes, der hat keine Redstone-Verbindung hier drin. Der hat das halt im natürlichen Stil gebaut. Nur Spaß.
Gucken wir mal rein. Kommen wir nochmal hier hoch. Nein, hat er nicht. Gut, dann den Punkt bekommt er dementsprechend nicht. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ihr könnt theoretisch, wenn euch irgendwas gefällt, das müsst ihr begründen. Beim anderen könnt ihr dem anderen jeweils noch einen Zusatzpunkt geben. Das wird jetzt an der jetzigen Bewertung nichts ändern mehr, aber für die zukünftige Bewertung wichtig sein. Da würde ich sagen, darf der Johannes einfach mal anfangen, weil er der Jüngste ist. Es ist auch okay übrigens, wenn dir sagt, dass dir nichts zusagt. Das ist auch okay. Das ist ja, wie gesagt, Geschmäcker sind sehr verschieden. Und ach, da ist der Panda. Der Panda ist noch da. Hallo, Maria. Ja, das Feuer oben, das ist ganz okay. Findest du? Ja. Ist dir das ganz okay, sagt er. Hallo. Ist dir man kann ja auch ein bisschen detailreicher bauen, dass da... bisschen mehr aus wie ein Hornstein. Also, er möchte mehr Rauch. Das ist ihm zu wenig ja. Rauch. Mehr Rauch, okay. Sonst ist okay. So, okay. Ist dir das Feuer denn ein Punkt wert? Ja, ja. Gut. So, dann darf der Rob jetzt mal. Rob, gefällt dir irgendwas an seinem Haus sehr, dass es dir ein Punkt wert wäre zu vergeben? In meinem eigenen? Nee, an seinem Haus. An seinem? Ich finde den Garten super mit dem geilen Biotop da. Das kleine Biotop? Also ich weiß nicht, wie sagt, wie in Österreich würden sagen ein Biotop, keine Ahnung, wie man das sagt, Dümpel oder was weiß ich. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie man das, also es ist ja, das ist ein Tümpel, oder? Oder so ein Schrebergarten. Nee, ein Schrebergarten ist was anderes. Ist ein Schrebergarten, ja, also ich sage, ein Schrebergarten ist doch ein bisschen wilder, oder nicht? Also, aber der Garten ist, der ist dir auch ein Punkt wert? Der Garten wäre auf jeden Fall ein Punkt wert. Was ich super finde, sind die Pflanzen draußen. Das sind diese Pflanzentröge da draußen, die da oben nochmal so abgeschlossen sind. Finde ich auch ganz genial. Das ist doch eine gute Bewertung. Dann kriegt er nochmal einen Punkt hinzu. Dann liegt... Damit kommen wir zur Bewertung zur Endbewertung. Dafür gehen wir mal jetzt hoch auf das Podest. Und zwar möchte ich dann einmal sagen natürlich, und zwar darf sich der Rob gerne auf den Diamantblock stellen und der Johannes auf den Smaragdblock. Und zwar... Passt du überhaupt drauf? Ja, doch, da passt du drauf. Ich habe das abgemessen. Also, der erste Cup, und zwar der Blättercup, gewonnen hat den mit einer... sehr annehmbaren Punktzahl von 21 Punkten, und zwar der gute Rob Gaming. Herzlichen Glückwunsch, Rob Gaming. Schön, dass du... So, ja genau, ich knabber dein Brot und der Johannes ist diesmal auf dem zweiten Platz gelandet, aber trotz all dessen mit 19 Punkten auch eine super Wertung. Das... der wirft mit Goldblöcken um mich, mit Goldbarren. So, die tragen wir jetzt noch ein, eben, das ist nämlich, also im Grunde genommen machen wir das jetzt ganz einfach. Ich kürze an der Stelle hier ab. Der Rob, der hat zum jetzigen Zeitpunkt 21 Punkte. Wie gesagt, das ist dann für die Endwertung wichtig. Also wenn irgendwann mal die Serie Minecraft Bürger vorbei ist. So. Das bedenkt, das war dieses Mal natürlich noch relativ einfach, Punkte zu bekommen, da die meisten Sachen auf die Zufälligkeit natürlich abgestimmt sind. So, das Letzte, was wir jetzt hier machen, und zwar hat Rob das relativ gut gemacht, weswegen ich seinen Garten jetzt auch dafür direkt benutze. Ich bin jetzt mal so frech. Moment, ich muss jetzt eben kurz den dazugehörigen Block suchen. Und zwar hat der Rob ja jetzt den ersten Cup der ersten Folge hier gewonnen und bekommt dementsprechend die kleine Trophäe in seinen Garten gestellt. Als Beweis dafür, dass er den Cup erfolgreich abgeschlossen und gewonnen hat. Boah, super, wir können wirklich ein Selfie hier mal machen, ja. Und da werden noch in Zukunft noch mehr hinzukommen. Genau, gut. Damit gehen wir mal eben schnell zurück. Ich möchte nämlich eben noch, das machen wir jetzt nämlich gleich noch, ihr fliegt nämlich gleich einmal vor Minecraft Büger und vor dem Schild und dann mache ich da, ja, ein... Beziehungsweise kommt einfach hinter mich. Ich muss mal kurz die Kamerasperspektive ändern. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Rob, du bist weg. Ich bin weg.
kurz ausgetreten. Ich weiß nicht wieso. Ja, das ist, du wolltest nochmal den Ausgang des Spiels verkünden. Sorry, bin gleich da. Ja, ist gut, ist gut. So, ich muss mal kurz gucken, wie kann ich denn hier die Kamera ändern? Ging das nicht irgendwie? Mit der 5. Einstellung. Leute, okay. Zeig mir die Einstellung. Das ist dann kreativ, friedlich, Mitglied. Nö, kann ich nicht. Ich weiß nicht wie. Seltsam. Okay, gut, dann machen wir das anders. Dann stellt euch einfach mal vor das Schild. Dann gucken wir das aus meiner Perspektive. Dürft euch gerne einen Platz aussuchen, wo ihr stehen wollt. Natürlich so am besten, dass das Schild drin ist. Rob, du bist da hinten. Hier hoch, einmal zu mir. Ja, es gibt mich immer raus, ey. Come on. Oh, Mist. Was ist los gerade? Also, meinem Internet kann ich sagen, liegt's nicht. Nein, wenn ich die Screenshot-Taste drücke, haut's mich raus. Das darf ich nicht mehr machen. Bin schon da. Sorry. Alles gut, kein Ding. Ich hab ja auch eben schon Probleme gehabt. Also, ich hab immer Probleme. Einmal zu mir rüberkommen hier. Die Folgen dauern doch tatsächlich länger, als ich dachte. Das ist krass. Gut, dann stellst du dich einfach mal dazu. So, und ich denke, damit sind wir dann jetzt in der Abmoderation, Leute. Ich möchte einfach fragen euch, wie hat euch beiden die erste Folge dieses neuen Formats gefallen? Das entscheidet selber, wer anfängt. Ja, ist super geworden. Die Bewertungen haben gepasst, natürlich, weil ich gewonnen habe. Und ja, bauen unter Zeitdruck mal was ganz was anderes, zumindest für mich, für alle anderen vielleicht was Normales. War auch mein erstes Mal hier, dass ich wo zu Gast sein darf und ich bedanke mich dafür. Ja, Johannes? Ja, genau, das war auch mein erstes Mal hier. Insbesondere mein erstes Mal. Und es war sehr cool. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt mir gerne. Vielen Dank an Rob Gaming, dass er mitgemacht hat. Ich komme dir mal jetzt ein bisschen näher hier. Und du hast mich angeblinzelt, das war sehr gruselig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und Leute, macht euch keine Sorgen, die nächsten Folgen werden ganz bald kommen, denn wir drehen jetzt heute am Stück ein bisschen. Deswegen... Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und tschüss. Ciao, ja, baba.